Einer der Angeklagten filmt uns, obwohl das im Gerichtssaal verboten ist. Soll das eine Drohung sein? Auch das Zureden seines Anwalts nützt erstmal nichts. Die beiden anderen Angeklagten bleiben ruhig. Dann wird aus der Drohgebärde eine Beleidigung. Der heutige Prozess gegen drei Brüder einer arabischen Großfamilie aus Bremerhaven ist ein Neuanfang. Das Verfahren hatte bereits 2018 begonnen, damals auch schon mit Stinkefingern. Es musste dann aber abgebrochen werden, nachdem die Verteidigung erfolgreich einen Antrag auf Befangenheit gegen einen der beteiligten Chefin gestellt hat. Befangen, weil die Nähe zu den Opfern zu groß gewesen sein soll. Heute beginnt der komplizierte Prozess also von vorn. Insgesamt klagt die Staatsanwaltschaft 7 Taten an. Gefährliche Körperverletzung, Bedrohung, Widerstand gegen Polizisten. Dafür muss sich der Mann mit dem Handy und seine beiden Brüder verantworten. Die schwerste Tat ist in diesem Amateurvideo festgehalten. Die Brüder sollen Polizisten angegriffen haben. Das Delikt mit dem größten angedrohten Strafrahmen ist hier die gefährliche Körperverletzung mit einer Mindestfreiheitsstrafe von 6 Monaten. Es sind verschiedene Taten. Maximal droht eine Freiheitsstrafe von 10 Jahren. Bereits 2018 haben alle Beteiligten versucht, den Prozess abzukürzen und sich hinter den Kulissen auf ein Strafmaß zu einigen. Allerdings ohne Ergebnis. Die Verteidiger plädieren jetzt für einen neuen Einigungsversuch. Wir müssen mal einsehen, die Vorwürfe liegen lange zurück. Zwischendurch hat es mehrere andere Verfahren mit den einzelnen Angeklagten auch gegeben. Es lohnt sich hier wirklich, sich zusammenzusetzen und mal erstmal eine Bereinigung zu machen. Bislang sind 20 Prozesstage mit zahlreichen Zeugen geplant. Könnte ein langwieriger Prozess werden. Deshalb ist auch das Gericht an einer schnellen Einigung interessiert. Man kann gegenwärtig schwer abschätzen, wie lange es dauern wird. Es ist aber so, dass für den nächsten Sitzungstag ein Verständigungsgespräch zwischen den Verteidigern, der Staatsanwaltschaft und dem Gericht angekündigt ist. Und eventuell kann es dann auch ganz schnell gehen. Im Rahmen einer solchen Einigung war heute schon von einer Bewährungsstrafe für einen der Brüder die Rede. Die anderen beiden müssten jeweils mit mehr als 2 Jahren rechnen.